Mann, Leute. Wir zocken weiter Factorio. Wir fangen an mit Stein hier. Wo wir letztes Mal aufgehört hatten. Ich brauche halt eben erstmal einen. Three to one Balancer. Genauso, dass kein Stein hier jetzt verloren geht. Jetzt gibt es keinen Sternüberschuss. So. Ich brauche kurz Quarz, muss man Quarz brennen, schmelzen oder reicht da einfach? Was ist Quarzrezept? Quarz einfach nur Sand gefiltert. Heißt, ich brauche eine Filteranlage und ein zerkleinerer, heißt, ich brauche Eisenplatte oder brauche ich Zahn? Nee, Platte. So. Steuerung Rechtsklick. Steuerung Linksklick. Ja, mal ganz schön hier oben den Weg hier durch mit Spaghetti hier runter finden. Ne? Ich meine, das ist VW Spaghetti hier, was ich gebaut habe. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt einen Pfad gibt. So direkt. Ich denke halt immer nicht, dass die Überbrückung von hier auf hier möglich ist. Nein, ist sie nicht. Auch eine Idee. Zwar um fünf Ecken und noch ein bisschen drumherum, aber es geht. Weil. Und hier haben wir ja sogar Wasser, ne? Ja, haben wir. Dann kann ich ganz nämlich, kann ich ja nämlich Quarz nehmen, dann hier reinfüllen. Dass dann hier auch schön automatisch das hier hergestellt wird. Teile hier.
So. So. Hier noch mal ganz kurz so ein Teil, dann ja. Das Stromnetzwerk sieht gut aus. Sehr schön. Quarz kommt. Kann die Produktion schon mal weitergehen, weil ich werde früher oder später ja auch ein ich kann es schon mal ankündigen, Riesenteil bauen, und zwar so ein Riesengebilde werde ich irgendwo hin klatschen, das ist der 9 Reactor, ne? 9 Reaktoren. Also, werde ich für euch später mal machen müssen. So, wir ja, den Stopp hätten wir schon mal geschafft. Dann geht es hier natürlich mit Industrie weiter, und bevor ich diese Aufgabe, bevor ich hier weitermachen kann mit Schwerindustrie, also nicht kann, aber will, muss ich erstmal was Wichtiges machen, da fängt man das noch gar nicht die Industrie da. Ich mache jetzt Technologiekarten neue. Technologiekarte für Produktion. Hätte ich gern automatisiert, und für Zubehör. Aber Zubehör ist später, zuerst Produktion. Staut sich zurück, oh ja. Staut sich hart zurück. Aber trotzdem sollte ich dich mal... Bist du schon modulisiert? Oh ja, bist du schon tatsächlich. Die übliche Kombo halt. Gut, und zwar brauche, wie gesagt, brauche ich eine neue Technologiekarte. Die neue Technologiekarte. Problem ist nur, wie soll ich die herstellen? Ich meine, das hier ist ja sehr verkeilt.
Ich glaube, die einzige Option ist da Handfeed. Heißt von Hand aus. Zu gut Deutsch, Schaltungssatz. Wenn zu wenig, dann Lautsprecher an, dass ich weiß, ich muss nachfeeden. Ich mache mal lieber noch ein paar grüne Signalkabel, könnte sein, dass ich da jetzt mehrere Farben brauche. Auf jeden Fall brauche ich einen Kombinator für Vergleiche. Und vorhin noch einen für Konstanten. Wenn sie, das müssen wir so machen. Und wir müssen natürlich nochmal einen Strohmast in die Mitte stellen. Ich nehme hier die ganze Zeit und schließe da an. Dann mache ich hier nochmal ganz kurz eins von jeder Sorte rein. Einmal das hier. Einmal dann natürlich die leere Technologiekarte. Uran 238. Und zu guter Letzt noch. Was? Ja! Alles klar! Und so wird jetzt natürlich noch Produktivitätsmodul Stufe 1. Heißt hier jetzt alles einmal mehr drin, als es eigentlich sollte. Ich schließe ganz jetzt hier an und sage, wenn irgendetwas gleich 0 geht ein Haken raus. Ach ja, nicht 0, sondern 1. Haken, genau. Globale Wiedergabe, Alarmmeldung anzeigen. Warnton, Sirene. Wissenschaftspaket. Produktion nachfüllen. Bedingungen zur Aktivierung. Genau, und fürs erste Mal nochmal Lautstärke runter. Hier unten habe ich hier dieses neue Symbol und weiß somit, so. So machen wir es.
Gut, ich mache kurz eine Pause und was zu futtern. Bis gleich. So, mach mal weiter. Schon wieder an. So. Muss du nicht was für Käfig Produktion machen? Wow, welch Wunder. Aber ich mache es mal so. Ich one mal hier einen Splitter. Weil Uran wegen Gefahrstoff und so will ich jetzt nicht einfach so immer dabei haben oder so. Dazu sage ich nein, danke. So, da priorisiert das ja als erstes Strom. Als ob da ein Minisee ist. Wo bist du? Will das Logistikgedöns wird sich selber machen. Also. Links leg, genau. Meteorit hat mich zum Glück schön verfehlt. Heißt, Uran kommt schon mal automatisch rein, empfehle ich jetzt noch die Produktivitätsmodule aktuell. Jetzt kriegt nämlich wieder zuerst Jetzt kriegen nämlich zuerst das Stromzeug so hier, das Ganze. Und erst dann kriegt der ganze Rest. Und es ist wichtig, dass es hier Productivity auf Productivity läuft. Ich übertakt mal hier die Productivity. Weil, wie soll ich denn hier selber noch bauen? Ich meine, wir haben ja noch zwei da. Über, damit hier schön viel von der Sorte ankommt. Es läuft dann vielleicht nicht so flüssig mit der Forschung. Also es kommt nicht direkt ineinander. Forschung, 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 Forschung. Sonst wird es vielleicht auch Pausen geben, aber es macht da nichts aus. Bessere Module brauchte ich. Ich brauche halt eben fürs Meistern schon wieder Prozessoreinheiten. Oh, ich brauche von der Maschine 3 keine Prozessoreinheiten. Okay, gut. Aber für ja genau für nukleare Lokomotiven hingegen schon. Effektübertragung brauche ich dafür Prozessor? Nein. Stark. Persönliche Akkustufe 3 brauche ich Prozessoreinheit für. Hier Kohleverflüssigung. Neues Rezept, aber wer braucht bitte schön Kohleverflüssigung? Ich schon mal nett.
Bremskraftstufe 3. Also Bremskraftstufe 3 wird sich schon lohnen. Bitte. Bremskraft generell gut. Big Mining Drill. Braucht Prozessoreinheit. Du hier wirst erstmal keine Prozessoreinheit gebrauchen, also kann ich hier auch forschen. Ich forsche mal dich hier einfach für mich schnell, für mich selbst. Ne? Wenn irgendetwas gleich 1 ist, japp, dann soll es einen Haken aussenden, ne? Und das ist das Problem, dass es einen Haken aussendet, praktisch. Dann setze ich mal hier auf Haken gleich 0 und mache hier nochmal den Haken, aber minus 1. Genau, jetzt hört es schön auf, hier zu serenieren. Bergbauproduktivität ist vielleicht nochmal wichtig, dann wird 10% mehr hergestellt. So. Verschaltet wäre schon mal die Forschung. Wunderprächtig. Neue Technologiekarte. Die nächste wäre jetzt halt eben dann schon mal die hier. Da brauche ich halt eben Prozessoreinheit, Leichtbauteil, Raketen, Festbrennstoff und der Technologiekarte. Und drei Sachen davon produziere ich noch nicht einmal. Und so viel steht mir damit dann auch nicht offen. Logistiksystem, Werkzeug, Götter 4, haben 5 Plätze, probably. Militär 4, Panzerbrechende Schrotpatronen, Splittergranate. Damit hätte ich einen Zugriff auf Artillerie. Die Artillerie. Oh. Uranmoni, Zerstörer. Hochleistungsrüstung 2, Militär 5. Whalegun-Schützturm ist irgendwie klar. Und damit auch auf den richtigen Panzer. Was hat ein Panzer so für Waffen? Schweres Maschinengewehr, Laserkritz, Schweres Kritz A, B und Scharfschütz und Whalegun. Brauchwissenschaft geht für Material 2. Let's go. Oha. Stark. Oha. Oha. Schon. Aber kleine Frage, kann man die? Ja, die kann man nicht. Tschüss. Aber ich kann aktuell ja noch einmal dran denken, sowas zu machen. Dafür brauche ich jetzt erstmal mehr Industrie. Viel mehr Industrie.
Jetzt ist schon wieder weiter. Produktion. Gut, das wäre dann jetzt der nächste Schritt zu produzieren. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ach ja, wurden mittlerweile Markreifer hergestellt. Yay, nein. Weswegen? Weil hier oben am Bahnhofsausgang hier noch nicht gekommen ist. Weil, was machst du hier? Brauchen wir Elektromotoren und Elektromotorenzug. Warte ich gerade bei den Zahnrädern drauf, dass er voll wird. Hier fehlt zu dem Greifarm. Ich gebe zu, bis der 3,2 km sind, dauert es ein bisschen, aber gut. Warte ich bei den Zahnrädern wo drauf? Das ist der falsche Zahnradzug. Hier ist der richtige Zahnradzug. Hier das Eisen frei wird. Worauf wartet der Eisen? Und was steht hier gerade beim Eisen? Irgend so jemand und Eisen wird gerade sonst wo abgeholt. Ach ja, habe ich dich hier schon produktivisiert? Nein, noch nicht. Das geht ja gar nicht. Hier kann ich mir übrigens erlauben, Produktivitätsmodule einzubauen, weil hier im Endeffekt dann doch mehr Maschinen an die Arbeit gehen. Ach ja, wie groß mittlerweile mein Puffer? Mein Robopuffer, 91 Bots. Ist hier mit den Puffern keine Kiste voll. Gut, so außer hier so ein paar. Doch, sind schon ein paar Kisten voll, aber gut, bis alle von sind voll, also dauert es noch ein bisschen. 100er Bots Puffer. Perfekt. Hier ist die Auto mit dem Produktivitätsmodul und hier ist der eine mit dem einen, das da noch oben rum lag. Okay, gut. Modulisieren wir halb geschafft. Super lange Greifarm. Naja, so an den mal normal hab, kann ich hier dran denken. Und bevor ich mit Ölraffinerien und so weiter anfangen kann. Ich muss doch mit Ölraffinerien anfangen. Führt jetzt keinen Weg drum herum, wenn ich hier diese Industrien setzen will. Und ach ja. Gewächshäuser. Ja, ich frage mich auch mal, werden Full Tempo modulisiert? Ist wichtig. So. Dürfen wir schon schön losfliegen und hier mal 150 Tempomodule rausstibitzen und dann hier schön an die Anlagen verteilen, bis die mal mehr produzieren. Ist denn die Frage, AltX? Reicht stimmt denn die Produktionsrate noch überein? Ja locker. Es mangelt ernsthaft, wie viele Elektromotoren braucht man denn so für so einen Greifarm, für so einen simplen? Genauso viel wie man für den Rest braucht, alles klar. Und wie viele stellt man damit her? Ein oder zwei? Ich denke, ja, nur ein. Klar. Ja, ne? Steigt halt eben mal rapide an, ne? So arbeiten halt eben, wenn jetzt
wenn die jetzt, die arbeiten jetzt zwar langsamer, aber dadurch gibt's hier auch mehr Eisen, praktisch das durchkommt mehr Eisenerz, das nicht von denen hier verschluckt wird, weil die langsamer sind, sondern es kommt dann hier zum Rest durch und der Rest arbeitet dann damit. Und somit bleibt der Speed mindestens gleich, wird vielleicht sogar noch erhöht und sie haben Produktivität noch zusätzlicher da drauf. In dem Fall ist also praktisch gratis Produktivität. Ja. Was habe ich schon? Was habe ich schon tatsächlich geschafft? Komm, Moment. Was gibt's nun wieder für ein Problem? Was machst du? Ich spiel Factorio. Kathi, hör auf! Denkst du, ich habe bescheuert? Es ist niemand da außer uns. Also, was denn? Sebastian. Was willst du denn? Wieso hast du das gesagt? Du hast doch gesagt, ich will gucken, was du machst. Victoria spielen? Ja! Genau. Oh, was hast du denn damit gemacht? Das ist schon lange so. Das arme Rad. So, wir sind beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.